Lasst uns über Songtexte reden. Mein Name ist Michael Göhre und ihr seht TV Jungsmusik. Hallo Mädels, ja, endlich mal wieder ein bisschen TV-Jungsmusik. Was soll ich sagen? Sorry, 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 dass es so lange gedauert hat. Ich habe letztes Mal gesagt, ja, so eine große Pause wird es nicht wieder geben. Das war wohl ein kleiner Irrtum. Ja, was ist passiert? Passiert ist mal wieder das Übliche. Die Technik hat nicht mitgespielt. Ich hatte ursprünglich meine ersten Videos auf einem Handy aufgenommen, also auf dem Smartphone. Und eigentlich habe ich mir davon das Nachfolgemodell geholt. Nur blöderweise hatte das eine beschissenere Kamera als das Vorgängermodell. Und die ganze Zeit flippte das Bild immer so vor und zurück. Und das war mega unangenehm. Und ja, das hat mich zu einer längeren Pause verdammt, weil das konnte ich keinem Menschen zumuten. Und ich habe jetzt einiges an neuem Equipment, noch keine neue Kamera. Ich habe mir jetzt erstmal eine Webcam ausgeliehen, um weitermachen zu können. Viele Grüße und Dankeschön auch an Diana an dieser Stelle, die mir die geliehen hat. Und andererseits habe ich aber jetzt ordentliche Beleuchtung, wie ihr vielleicht bemerkt. Auch wenn ich jetzt noch gucken muss, wie das mit meinem Hintergrund so wird. Ich habe mich jetzt erstmal vor eine neutrale Wand gesetzt und gucke mal, wie das so aussieht im Endeffekt oder ich mich wieder vor das CD-Regal setze. Mal schauen, es ist auch ein bisschen kabeltechnisch schwierig gerade noch alles. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die mich bei Steady unterstützen. Dazu am Ende noch ein bisschen was. Und ja, nächstes Projekt ist natürlich eine ordentliche Kamera. Also Beleuchtung habe ich jetzt. Ich habe ein Gerät, um den Ton aufzunehmen. Da wird es auch podcast-technisch demnächst einiges geben und auch ein paar Audios und so weiter. Alles Technik, in die ich mich noch reinfuchse, aber das ist jetzt erstmal nicht das Thema. Das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, sind Texte. Wie vielleicht manche von euch wissen, ist das eigentlich ein Thema, was für mich völlig naheliegend ist. Das war auch eins der allerersten, die ich mir aufgeschrieben habe, als ich mit TV-Jungsmusik angefangen habe oder beziehungsweise das geplant habe. Und ich selber lebe halt davon. Ich schreibe Bücher, ich schreibe Texte, ich trete auf Poetry Slams auf, ich mache Lesungen und so weiter. Und das ist schon mein Lebensunterhalt. Jetzt hab ich gerülpst, so eine Schweinerei. jedenfalls ist das halt eigentlich mein absolutes Standbein. Also ich liebe Musik, aber von Texten kann ich leben. So, nun gibt es aber ein recht interessantes Phänomen bei der ganzen Kiste. Früher war es ja schon so, also ich habe das tatsächlich auch noch so erlebt und so gemacht. Man ist in den Laden gegangen, hat rumgestöbert wie blöd und ist da mit einem hoffentlich Haufen Schätzen nach Hause gekommen, hat die CDs oder LPs aufgelegt und sich dann in den Sessel gehauen oder aufs Sofa oder aufs Bett. Und während die Platte lief, dann das Booklet durchgesehen, was im Idealfall schön gestaltet war. Und hat dann auch so die Texte schon mal mitgelesen. Man wollte wissen, worum es geht und so weiter. Und die Musik war die eine Sache, Texte das andere. Jetzt haben wir nur natürlich ein neues Zeitalter. Und in diesem Zeitalter hat man kein Booklet mehr. Man hat ja Streaming, man hat digitale Files. Und so die ganze Textebene, die scheint irgendwie so ein bisschen wegzufallen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Andererseits hat man zum Beispiel so Sperenzien wie, dass man, wenn man sich jetzt ein Lied aufs Smartphone lädt, dass man dann das abspielen kann und auch gleichzeitig eine Funktion starten kann, Show me the lyrics. Das heißt, man kann gleichzeitig wie bei Karaoke dann die Lyrics lesen, wie sie im Song gerade abgespult werden, was ja auch ganz schön ist. Nur habe ich überlegt, wie viel Anteil haben eigentlich die Texte an der Faszination von Heavy Metal. Also es gibt natürlich erstmal das Ding, was früher natürlich viel, viel wichtiger war als heutzutage, böse sein. Richtig böse, evil, illegal und so weiter. Ihr wisst Bescheid, was ich meine.
man wollte damals immer härter, immer krasser sein und so weiter. Da kam dann natürlich der Death Metal sehr zu Pass mit provokanten Lyrics und so Sachen wie Carcass und so weiter. Und ja, das gehörte zum Image dazu, genauso wie das Cover-Artwork oder die Brutalität der Musik an sich. Aber wenn man jetzt mal jemanden fragt, worum geht's in den Songs eigentlich direkt, ist die Frage, ob da überhaupt so viele Leute eine klare Antwort geben können oder eine ausführliche Antwort, weil ich glaube, den meisten Leuten geht es dann doch nur eher so um bestimmte Zeilen, um bestimmte Begrifflichkeiten. Und ich frage mich allgemein, wie das so ist beim Metal. Also viele Leute können wahrscheinlich die Lyrics von ihren Lieblingsliedern mitsingen. Bei mir ist das tatsächlich, glaube ich, nur bei ein paar Alben der Fall. Zum Beispiel Number of the Beast von Iron Maiden kann ich, glaube ich, von A bis Z durch mitsingen. Ob ich mich aber bewusst dabei mit diesen Texten beschäftige, das ist eine ganz andere Frage. Hallowed Be Thy Name ist so ein Song, der erzählt eine klare, geradlinige Geschichte. Der kann man leicht folgen und so weiter. Das ist easy. Also da gibt es wenig Missverständnisse. Aber die meisten Texte arbeiten ja schon eher mit Bildern und Umschreibungen und so weiter. Gerade wenn es um persönliche Sachen geht oder sowas, wird das immer sehr diffus, finde ich. Und gerade, also die meisten Lyrics sind natürlich auf Englisch. Und ich kann relativ gut Englisch. Gucke auch Filme, Serien auf Englisch, kann mich auf Englisch unterhalten, habe auch oft genug Bands interviewt und das über sehr langen Zeitraum und mit spontanen und nicht vorgeschriebenen Fragen. Also ich glaube schon, dass ich Englisch kann, aber einen lyrischen Inhalt zu interpretieren in einer Fremdsprache ist, glaube ich, nochmal viel, viel abstrakter und komplizierter, als wenn es in der eigenen Sprache passiert. Und selbst da sind solche Sachen ja immer so verklausuliert, dass man gar nicht wirklich genau weiß, worum es manchmal geht. Es sei denn, es wird halt eine Story erzählt. Jetzt ist halt die Frage, wie viel beschäftigt man sich eigentlich mit den Texten? Ist es eigentlich nur die Musik? Nur das Image, nur die Artworks und das Ganze drumherum, Live-Show und so weiter. Oder sind Texte wirklich wichtig? Ich bin tatsächlich auf zwei Strömungen im Metal gekommen, wo Texte meiner Meinung nach wirklich sehr wichtig sind. Und das ist sehr absurd, weil es einerseits die hochpolitischen Sachen sind, zum Beispiel Napalm Death oder so weiter, und auf der anderen Seite lustige Sachen. Also erstmal zum Zweiten. Bei lustigen Texten ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass sie verstanden werden, weil also sonst ist die ganze Pointe im Arsch, weil musikalischen Witz können die meisten Leute gar nicht einschätzen. Es gab ja früher mal in der klassischen Musik das Scherzo, wo man halt merkwürdige Sachen machte, wo ein Musiker sich scheckig drüber lachen kann, weil es halt so bekloppt ist. Da empfehle ich mal die Musik von Devin Townsend heutzutage, weil der ein ziemlicher Filou ist, was das angeht. Und meistens läuft Comedy Metal aber nur über die Texte. Und das kann mega platt sein, wie bei JBO oder so weiter. Es kann aber auch sehr, sehr vertrackt sein oder sehr weird und verrückt einfach. Aber es ist wichtig, dass man es versteht. Und da wird immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Artikulation klar ist und so weiter, dass man eben nicht das Textblatt braucht, weil wie blöd ist es, wenn man einen Witz erzählt und irgendjemand muss den mitlesen, um ihn zu verstehen. Und das ist ganz witzig. Also da sind Texte immer sehr klar formuliert und sehr, sehr klar auch gesungen natürlich, also dass man es auch wirklich versteht. Und die andere Richtung, halt das Politische. Viele sind da schon sehr klar, aber sie wird natürlich auch immer sehr aggressiv. Das heißt, auch da wird häufig sehr viel gebrüllt und geschrien, was natürlich das Zuhören nur den Texten gegenüber und nur den Inhalten gegenüber extrem schwierig macht. Aber ich finde, also es gibt sehr, sehr geile Bands, die politische Texte machen, wo mir das persönlich auch wichtig ist, was die eigentlich singen und sagen und aussagen auch. Zum Beispiel Heaven Shall Burn bewundere ich für ihre Haltung und für ihre Inhalte. Ich muss nicht immer alles teilen, aber es ist eine klare Haltung und das ist heutzutage meiner Meinung nach viel zu selten und viel zu wichtig. Ja, also sowas ist halt auch
ganz interessant. War, wo es auch viel um die Texte natürlich geht, ist der Death Metal. Einfach weil es erschreckende Inhalte transportieren soll. Es geht um Splatter, es geht um Horror-Stories, wobei meistens von Stories da gar nicht so die Rede sein kann. Oftmals sind das nur so rausgebellte, rausgegrunzte Sätze und ja, Hauptsache möglichst viel Zeugs reinbringen, was möglichst eklig ist. Ist jetzt auch schon nicht mehr so up to date heutzutage. Aber das hat natürlich zum Beispiel bei Cannibal Corpse den ganzen Weltruhm, den sie haben, das war das ganze Fundament. Und wie absurd das damals war, die Musik wurde ja nicht, es wurde ja nicht die Musik verboten damals oder indiziert, sondern die Texte. Und kein Schwein hat die verstanden. Es wusste einfach niemand, was da gesungen wurde. Man hat die Songtitel gesehen und der Rest war halt. Insofern war das so erbärmlich, sowas dann zu indizieren und zu verfolgen. Niemand käme auf die Idee, einen Death Metal Text nachzustellen. Also das ist ein beschissenes Volkslied, viel schlimmer. Aber gut, das waren halt die 80er und frühen 90er, da ging das ja richtig schön rund. Inzwischen ist es halt auch egal und also da kommt eher so ein knackiges Cover-Artwork besser rüber, um den Inhalt und den Gore-Anteil der Musik zu transportieren als die Texte. Und gerade im Death Metal hat man ja gesehen, also so Obituary, die am Anfang nur Vokallaute als Texte hatten, oder Bolthrower, deren Texte bestehen aus 20, 30 Hauptwörtern. Da ist überhaupt nichts Stringentes oder sowas und es ist trotzdem geil, aber also da geht es echt nicht um die Texte. Bei Thrash Metal finde ich es schon wieder ein bisschen mehr, also wie zum Beispiel wie bei Creator oder so weiter, ne, so dieses Weltuntergangsding und so, da werden auch schon wieder mehr Geschichten erzählt. Da ist aber auch, glaube ich, viel mehr so die Punchline, so die Flag of Hate, Violent Revolution oder Agent Orange. Ne? Also wer macht sich schon Gedanken darüber, was dieser Text eigentlich wirklich aussagt, obwohl er eigentlich recht gut ist sogar. Da ist auch zum Beispiel ein schönes Beispiel, Sodom. Tom Angelo ist ein guter Typ und er versucht seit Anfang seiner Karriere, versucht er auch immer wieder mal sozialkritische Sachen einzubringen. Es ist immer sehr schön, wenn er in Interviews da spricht. Er ist halt wirklich ein Ruhrpottkind, er ist ein Arbeiterkind, er ist kein studierter Typ oder so und er versucht halt seine Sicht der Dinge so zu formulieren, dass man sie versteht. Und er macht das nicht hochgestochen oder sowas und deswegen mag mancher politischer Text von Sodom auch gerne mal ein bisschen naiv wirken oder so weiter. Aber es ist halt genau die Art, wie Tom das formulieren kann und will. Und gut, das ist dann halt keine hohe Lyrik. Aber ich rechne ihm das wahnsinnig hoch an. Er ist eigentlich immer viel erfolgreicher, wenn er irgendwelchen albernen Scheiß macht, Stumme Ursel und aber bitte mit Sahne oder sowas. Aber er sagt Scheiß drauf. Es gibt Dinge, die mich beschäftigen. Natürlich viel um die Kriegsthematik oder auch Umweltschutz und so weiter. Und das zieht er halt durch. Und ich finde das sehr, sehr gut. Aber ich frage mich, wie viele Sodom-Fans sich tatsächlich ernsthaft damit beschäftigen. Ist auch die Frage an euch, so dieses ganze Video, das ist jetzt so frei Schnauze gesprochen, meine Sicht der Dinge. Aber wie ihr das seht und auch so bei bestimmten Bands, wie achtet ihr darauf auf die Texte? Zum Beispiel bin ich sehr, sehr spät eigentlich auf Primordial gestoßen und die sind jetzt meine absolute Lieblingsband und da gucke ich mir schon die Texte sehr genau an, weil die auch was zu sagen haben, weil es viel, viel um die Geschichte der Iren geht, was natürlich auch mal interessant ist und wie sie halt emigriert sind in die USA und so weiter. Coffin Chips ist zum Beispiel so ein Beispiel für einen todtraurigen Song, wo der Text auch nochmal alles viel, viel weiter öffnet und eine tiefere Ebene aufmacht. Und das finde ich schon geil und bewundernswert. Ihr seht, ich habe ein Grant Margus-Shirt an und da kommen wir jetzt mal zum True Metal. Und das ist ja lustig, weil der halt textmäßig immer so das Klischee liefert für unsere Musik. Also wenn es jetzt um Leute geht, die kein Heavy Metal hören,
Die kommen dann immer an mit, ja, das ist doch das mit den Drachen und Schwertern und hast nicht gesehen und Schlachten. Und natürlich ist Manowar da das Beispiel Nummer 1. Es ist unglaublich, mit wie wenig Themen Manowar es geschafft haben, zig Alben zu füllen mit anfangs guter, jetzt nicht mehr so guter Musik. Also es ist wirklich ein unfassbares Wiederholen der ewig gleichen Klischees, immer neu zusammengewürfelt. Ist wunderbar und aber auch gleichzeitig, naja, man muss sich so einen Text nicht durchlesen, man lernt den Refrain und dann kann man den beim Konzert mitbrüllen, wenn man denn noch hingeht und gut ist. Und zum Beispiel Grant Magus und generell ja, True Metal Bands. Ich sag mal, thematisch überschaubar, aber gut, man weiß, was man kriegt, und es gibt dann auch so Sachen wie zum Beispiel Blind Guardian, die dann auch wieder in die Sache Geschichten erzählen reingehen, da natürlich auf Tolkien bezogen. Was auch wiederum ein anderes Fass auf ist, was man aufmachen, was ein anderes Fass ist, was man aufmachen kann. Zum Beispiel Texte, die klassische Stoffe wieder aufbereiten. Natürlich ist Tolkien da ganz, ganz vorne mit dabei. Ich weiß nicht, wie viele Bands es inzwischen gibt, die sich auf die Mittelerde-Thematik beziehen. Und natürlich The Good Old H.P. Lovecraft, der in den letzten 10, 20 Jahren eine große Renaissance erfahren hat, wo es auch inzwischen genug Bands gibt, die sich nur auf ihn beziehen oder beziehungsweise sehr oft auf ihn beziehen. Und da ist halt auch immer die Frage, inwieweit können die eigentlich mit dem Original Stoff mithalten? Ist das eigentlich nur so eine Wiederaufbereitung, oder wenn ihr das jetzt als Fans hört, ist das für euch auch eine geile Ergänzung oder eine Illustration? Ist es mehr ein Soundtrack? Oder werden da vielleicht sogar neue Geschichten für euch erzählt? Auch eine interessante Frage meiner Meinung nach. Und ja, das ist das, was mir so zu Texten im Metal eingefallen ist. Und da möchte ich ja natürlich jetzt mal die Frage an euch so ein bisschen weitergeben. Schreibt es mal, ne? Ihr wisst ja, unten Kommentare, bla bla bla. Schreibt es mal rein. Wie wichtig sind euch Texte? Also lernt ihr Texte noch auswendig, wie es früher mal viel üblicher war, meiner Meinung nach? Ist euch das total egal, was die singen? Gibt's Texter, wo ihr sagt, das sind die besten, die es überhaupt gibt im Metal? Ja, die machen die schönsten Lyrics und die besten Lyrics. Ist eine Band wie Paradise Lost zum Beispiel, ist das lyrisch geil oder ist das einfach nur kitschig? Da sind wir auch so bei Sachen wie Nightwish und so weiter. Ja, da ist natürlich auch ein Rosamunde Pilcher-Faktor par excellence manchmal zu finden. Andererseits, einfacher Text kann ja auch gut gemacht sein. Also mir fallen da zum Beispiel Macbeth ein, jetzt nicht das Stück, sondern die Band aus Ostdeutschland, die eigentlich relativ einfache Kriegstexte machen, aber sehr eindrücklich, weil er das sehr, sehr gut baut und sehr, sehr gut zusammenstellt und sehr, sehr intelligente Reime meiner Meinung nach macht. Und ich meine, ich muss ja wissen, ich bin Schriftsteller. Aber Lyrik ist ja auch immer so eine Ansichtssache. Also wie gesagt, also wie seht ihr das? Sind Texte wichtig? Ja oder nein? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Lasst uns darüber diskutieren. Und vor allen Dingen, welche Bands fallen euch ein, wo ihr sagt, ja, die Texte, das ist das Beste, was ich kenne. Und irgendwie wäre die Band auch nicht das Gleiche ohne diese Inhalte. So, das zum Thema des Videos. Ich möchte jetzt zum Schluss noch mal einmal sagen, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen regelmäßiger weitergeht mit diesem Kanal. Freue mich natürlich auch darüber, wenn ihr mal Wünsche oder Themenvorschläge loslasst. Also ich habe einiges jetzt schon auf Lager und werde mich da jetzt auch reinfuchsen und beschäftigen. Es wird Videos geben, wo ich einfach so wie jetzt ohne große Notizen arbeite. Ich werde auch ein paar Tipplisten machen, also keine Toplisten, weil ich das immer schwierig finde, Sachen zu ranken oder zu sagen, hey, das ist das Geilste, aber Sachen raushauen, wo ich denke, ja, das könnte euch interessieren oder beziehungsweise das habt ihr noch nicht mitgekriegt. Es wird auf jeden Fall mehr geben. Ich werde auch, wenn ich dann mal eine vernünftige Kamera habe, nicht nur immer indoor hier vorsitzen
Und es gibt auch Podcast-Pläne, aber dazu dann an anderer Stelle mehr. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, ich habe einen Steady-Account. Die Adresse dafür findet ihr in der Infobox natürlich. Es würde mich sehr freuen. Also es geht da, ihr könnt regelmäßig halt Geld spenden. Das geht von einem Euro los bis hin zu Summen, die merkwürdig sind, dass Menschen das tatsächlich ausgeben, um mich zu supporten. Aber hey, ich finde es großartig und bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, also, und ansonsten supportet mich bei den üblichen Stellen. Guckt meine Videos an und denkt dran, abonnieren und so weiter. Ihr kennt den Kladderadatsch, Glocke drücken. Ich halte euch für fähig genug, das zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für eure Kommentare. Denkt dran, wenn ihr kommentiert, freundlich bleiben, weil asoziale Arschlöcher haben wir draußen genug. Die brauchen wir nicht noch hier als Trolle im Netz. Das ist Blödsinn. Und das bringt auch niemandem was, weil ich reagiere auf sowas nicht und ich fordere euch auch generell auf irgendwelche blöden Kommentare, die wirklich nur dazu da sind, Leute aufzustacheln, auch nicht zu reagieren. Lasst diese Idioten einfach labern. Die braucht keiner. Ich sag an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Tschüss, seid keine Arschlöcher, wählt keine Arschlöcher und respektiert Brückentrolle. Ciao.